Moin moin Leute, ich bin Jansky, was ist passiert? In diesem Video, in der heutigen Folge, der Berg fordert seine Opfer. Marco geht die Luft aus. Ich hab Reifenschaden. Und Niklas ist gebrochen. Ja, theoretisch kann ich auch eine 58 fahren, aber die fährst du wirklich nicht. Also wenn ich heute nicht auf Paul stehe, da kommt dann wieder irgendein Video. Eigentlich darf ich das jetzt wieder gar nicht sagen, weil sonst kommt schon eh wieder heute ein Video. That was the worst lap ever. Ey, wirklich, ich bin so sauer auf mich, wirklich, geisteskrank. Wer hat da das Livery-Tool nicht installiert? Mann. Da baut LFM extra immer so schöne Tools und dann wird der Kack nicht runtergeladen. Oh, wow. Pfeffer, was ist da los, Junge? Ermahnung ist raus, Junge. Die Mahnung kommt per Post. Installier doch mal bitte das Tool. Die sitzen dort halt nicht den ganzen Tag, um euch so eine schöne Sachen zu machen, dass ihr nicht runterladen. Du fährst mit schwarzen Autos, ey. Wie sieht das aus hier? Ist Mafia-Rennen oder was? Mann, ey. E-Sportler, ne? Den musst du auch den ganzen Tag den Arsch abwischen, ey. Kussi geht raus, ey. Cool sind. Pass auf, die werden. Oh! Nice. Och, Mann. Und bevor mir jetzt jemand kommt, Dizzy, du weißt doch gar nicht, welches Rennen das ist. Doch, 24 Stunden VEM. Ach nö. Ey. Dich. Den Delfin feiere ich jedes Mal, wenn ich den irgendwo höre. Ich back rum. Geil. Bis jetzt werde ich hochgetan? Ja. Ey, wirklich, ich sehe diese Box nicht. Wirklich, ist schon wieder so für den Arsch. Ja, Digga, es packt einfach ab, wenn einer da vor sich rumgurkt schon wieder. Es geht so auf den Sack. Immer das Gleiche. Siehst nix und dann verbremst du dich. Digga, Tobi und Boxstops, ne? Das ist halt wirklich ein Meme. Was macht der Typ da jedes Mal? Ey, der Typ ist so durch beim Boxstop. Das kann doch nicht sein. Jetzt sind wir deswegen wahrscheinlich wieder Vierter da am Stop. Kurzes Update. Wir sind jetzt Vierter. Fick die Henne! Komplett total im Arsch. Bin so blöd! Ja, ungefähr so, Jan. Nein! Nach! Ich hab keinen Bock mehr. Ich will schon weiterfahren oder schon absteigen. Ich hab echt keinen Bock mehr. Von mir aus können wir es leiden lassen. Norbert, du keine neuen. Fährst wieder 5 Subs oder Glatze? Ja! Wir dürfen nicht vergessen, wir fahren immer noch ein VAG-Produkt. Ja, was ist VAG? VAG ist so ein Anschluss, oder? Da hat Digga drauf geschissen, Junge, scheiß drauf. Aber dafür muss die Glatze eigentlich her. Jansky, die Glatze kommt nicht. Okay, bei 1000 Subs kommt die Glatze. Wird eh nie erreicht, deswegen bei 1000 Subs kommt die Glatze. Fertig. Nee, 1000 Subs sind nicht. 1000 Subs sind nicht Abonnenten. 1000 Subs sind Mitglieder quasi. Subs sind auf YouTube Subscriber. Also nicht Member. Also Abonnenten. 1000 Subs sind 1000 Abonnenten, Mitglieder sind Mitglieder. Was? Ich will keine Glatze, deswegen habe ich einfach gesagt 1000 Subs, also 1000 Member, weil 1000 Member schaffen wenig und dann ist es alles fein. Ich muss jetzt aber Noah an der Stelle mal in Schutz nehmen, weil Noah hat seine Streaming-Karriere auf Twitch gestartet und dadurch, dass er das da gestartet hat, ist das Wort Subs bei ihm so eingebrannt, dass er Kanalmitglieder meint. Also Noah, an deiner Stelle, also ich werde dich supporten, dass du dir keine Glatze schneiden musst, bis du 1000 Kanalmitglieder hast. Ich unterstütze dich und werde dir deinen Rücken decken. So viel muss sein. Ich kann nicht meine Haare behalten und ihr seid glücklich. Ja, geil, Alter. Mann, was ist das hier denn? Was eine Wichse, Digga. Was ist das für eine Scheiße? Ich habe auch einfach schon prädestiniert zum Scheitern am Anfang. Ja, durch den Mercs, sonst
Das ist vermutlich plus minus null gewesen. Wir stehen hier noch 40 Sekunden rum, Alter. Leon? Ja, ich glaube, ich hab das Tastatur bekommen. Die Lenkung ist übrigens immer noch schief, ne? Was? Ja. Und das wird die sicher nicht von dem Bonk gewesen sein. Ich habe nicht mal Schaden bekommen. Hakenmeister Suspension an. 4 Sekunden ist Suspension. Ja, willst du bei ihm kommen? Ja. Ey, wenn es dann nachher regnet. Die hat das nicht so, ne? Hatten wir eigentlich einen Unfall auf unserem Auto? Nee, ne? Schade, kein Content für Jansky. Wir sind 24 Stunden sauber gefahren. Ha! Echt unruhig aus. Mach mich schon mal bereit zu sagen, wann er wieder losfahren kann, nachdem er abgeflogen ist. I'm sorry. Oh Gott. Car coming. Car coming. Another one coming. Now. Nope. Scheiße. Ich hab Reifenschaden. Ich hab Reifenschaden. Ja, probier. Gib Bock. Ja, ich kann nichts machen, Mann. 60 Liter weiß ich. Motor ist aus, Motor ist aus, Motor ist aus. Ach Mann, warum ist denn jetzt der Motor aus? Medium Rain. Ich liebe ACC-Setups. Ich liebe ACC-Setups. Ich liebe sie einfach. 45 Sekunden? Warum ist die TC ausgegangen? Warum ist die TC ausgegangen? Hatte ich die nicht angemacht? Ey, bitte, wirklich, ich kann nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr, wirklich. Digga, was? Es fuckt mich einfach ab, weil ich nicht verstehe, warum? Wie wär's, wenn wir einfach nicht probieren, auf Regenreifen zu wechseln und einfach probieren, dann vor Mavix zu landen? Aus Evo seiner Sicht müssten die halt das Gegenteil von uns machen. Das ist einfach so, wenn die Position haben wollen. Ja, die wollen müssen das Gegenteil machen. Dann fahr weiter. Dann fahr weiter, Digga! Tobi, pass auf! Digga, lenk doch! Ich bin jetzt hier, um zu denken und zu lenken. Also wenn nichts passiert, dann könnten wir vielleicht wirklich vor Mavix sein. Aber wir kriegen ja nicht mehr, wenn wir jetzt hier 10 Sekunden schneller pro Runde fahren. Dank Evo wird die Karre gleich wegschallern. Ich dachte, wir gehen jetzt rein, oder was? Nein, fahr weiter. Ach so, fahr weiter! Fahr weiter! Ja. Ey, wenn wir so weiterfahren, dann wird das natürlich nichts. Evo. Ja, Dirty Air und BMW ist lustig. Als ob, Bagger, der ist 300 Kilometer weit weg. Jetzt hör auf mit Dirty Air. Ja, Digga, jetzt reiß dich zusammen. Ja, ich starte jetzt. Digga, ich schwimme gleich von der Strecke hier. Ich hab gar keinen Griff. Evo ist gerade langsam genug, den wirst du auch nur noch bekommen. Der ist nur 30 Sekunden vor uns. Oh, jetzt wirklich Ende Gelände. Ich bin nicht eingeschlagen, es ist nichts kaputt. Ja, Bro, wir hätten vor Mavix sein können. Ja, können wir doch auch noch. Lass mich doch jetzt mal machen hier. Ja, okay. Ja, ich lass mir wirklich Zeit, ne? Also ich gondel hier wirklich komplett tiefenentspannt. Wir haben roten Motor. Wir haben einfach fucking roten Motor, Alter. Wenn, dann muss ich mir hier ins Hemd machen gerade. Denn ich bin hinter Evo und der ist auf Slits. Das geht halt nicht schneller, was soll ich machen? Und rein da. Und jetzt Evo. Ja, ist auch gut. Oh. Oh. Tschüss. Hallo, Leistung ist halt wirklich nicht mehr da, ne? Kauf dir mal Topspeed, Junge. Schneller? Ist das geil. Komm, Evo. Auf geht's. Mach dich breit. Jetzt wird's lustig. Aber ich will's da verteidigen. Das hat ja super funktionieren. Ja, deswegen wäre das ja die Giga-Strategie. Oh Gott, Tarzan ist auch an Bord. Das wäre fast in die Hose gegangen. Merkt richtig, wie sanft Marco schaltet. Das ist krass, ne? Ja. Gar so, nicht in roten Bereichen. Auch das Auto. Ich würde sagen, GG. Ja, Mann. GG, Jungs! Nice. Yes! Geil! Der Pirat hat leider nicht Mavix hier erobert. Bin enttäuscht. Schade!
Was kommt jetzt? Was ist das? Achtung. You're in the middle, three wide. Stimmt! Wir hatten den Crash. You've got a little bit of bodywork damage there. Gut, wir hatten doch Schaden. Wir hatten einmal Schaden, stimmt. Ich entsinne mich. Naja, was willst du machen?